Bereits am 26. Dezember streiften mehr als 250 Figuren beim Perchtenlauf in Bischofshofen durch das Stadtzentrum. Der Trachtenverein, die Hochgründecker, pflegen seit mittlerweile mehr als 100 Jahren diesen Brauch in Bischofshofen. Das bei Perchtenbrauchtum ist ganz einfach erklärt. Also zuerst kommen die Schirchperchten und die Schirchperchten treiben natürlich das Böse aus. Also die Schirchperchten sind die Hexen und die Schirchperchten. Und dann ist die Frau Percht, die wo es dann die Verbindung herstellt zu den Schirchperchten. Und die Schirchperchten, die bringen wieder Licht, Sonne und Fruchtbarkeit ins Land und erwecken den Boden wieder, dass man wieder ein gutes Jahr kriegt. Teil des Perchtenlaufs sind neben den Schönperchten auch viele Schirchperchten und andere Figuren wie Vorreiter, Hexen, Werch- und Zapfenmantel und noch viele mehr. Vor 1940 wurde der Lauf in Bischofshofen, St. Johann und in Gastein abwechselnd veranstaltet. Nach 1950 kam Altenmarkt dazu. Seit 1940 gibt es ihn da in Behoven. Die Aufzeichnungen waren eigentlich von 1923. Bis dorthin sind wir gekommen, rein theoretisch war es das 100-jährige Heuer, aber wir haben keinen Beweis nicht, dass es so ist. Und von 1700 irgendwas gibt es eigentlich in der Kirche schon die Aufzeichnungen über so einen Perchtenlauf. Seit vielen Jahren aktiv mit dabei ist Altbürgermeister Jakob Rohrmoser. Ja, meine Aufgabe ist, da sind da sehr viele Leute, die Sünden haben, die nicht Steuer zahlen und das, da tue ich für einen Rode Steuer eintreiben und das hat dann schon hin. Wenn sie nicht parieren, wenn sie nicht zahlen wollen, dann können sie halt am Gehen. Traditionsgemäß dürfen beim Perchtenlauf keine Frauen mitmachen. Daher schlüpfen Männer in die Rollen der Frauen. Ja, einfach einzigartig, weil das ist einmal in vier Jahren und da freut man sich schon drauf. Das ist nicht so, nein, das spannt oder das tut nicht. Das ist, gehört einfach da mal dazu und da legt man sich gerne an. Und wir lieben ja unsere Weiberleute in Natur, durch und durch. Und heute haben wir mal einen Gantel an. Beim diesjährigen Perchtenlauf in Bischofshofen kamen drei neue Schönperchten dazu. Die drei neuen Kappen, die hat uns zur Verfügung gestellt. Der hat das gemacht. Das ist ein Hobbykünstler. Und der hat das Brauchtum, das Bauernjahr und die Freizeitgestaltung von der ländlichen Bevölkerung dargestellt. Da sind verschiedene Figuren drauf. Richtig sauber und schön gemacht. Also die Schönperchten von Bischofshofen wünschen euch für das kommende Jahr einen Fried, einen Gesund und einen Reim. Wir sind dort!